Herr Landeshauptmann, heute Landesseniorentag in Hitzendorf. Was sind aus Ihrer Sicht die Stärken des Steirischen Seniorenbundes? Naja, 40.000 Mitglieder, viele Funktionärinnen und Funktionäre, die in ihrem Leben viel erlebt haben, die auch wissen, wie wichtig politisches Engagement ist und die bei allen großen Veranstaltungen, bei allen Wahlkämpfen geradezu militärisch pünktlich zur Seite stehen, zur Stelle sind. Und das freut mich natürlich ganz besonders. Das ist eine Organisation, die immer mittut, und ich bin dem Gregor Hammerl und seinem Team für das Engagement sehr dankbar. Herr Gregor Hammerl ist ja heute eindrucksvoll wiedergewählt worden. Was zeichnet den Gregor Hammerl besonders aus? Naja, er ist in seiner Art ein Naturereignis, nicht? Also allein seine Stimme ist so, dass man kein Mikrofon, keine Tonanlage brauchen würde. Er ist natürlich geprägt auch von Franz Weckert, das bin ja ich auch, und hat eine gute Hand, ein gutes Gespür über Strömungen, hält den Seniorenbund gut zusammen. Ja, ich bin froh, dass er in den verschiedenen Funktionen tätig war und ist.